Ja, ich bin die Leonie. Und ich bin hier beim Gerichtstermin, weil ich aktiv bin für den Erhalt von meinem Kreissaal zusammen mit meinem Team. Und wir kämpfen also für die Versorgung von den Familien in Neuperlach, wo viele unter prekären Bedingungen leben. Ich bin mit meiner Gewerkschaft Verdi hier, die die Kundgebung organisiert. Und als Gewerkschafterin habe ich mit meiner Genossin Charlotte unseren selbstorganisierten Kampf in Verdi eingetragen. Und einige Kolleginnen haben sich auch gewerkschaftlich organisiert. Und im Widerstand gegen diese Schließung habe ich eine Abmahnung gekriegt. Die Abmahnung wird begründet, weil ich ein Interview in der Jungen Welt nicht mit der Pressestelle rückgesprochen habe. De facto bin ich also abgemahnt, weil ich nicht geschwiegen habe und gesagt habe, was ich denke. Aber was habe ich denn gesagt? Ich habe gesagt, dass unser Kreißsaal auch Teil von dem kapitalistischen System ist. Dass ich denke, wir können nicht nur defensiv für den Erhalt kämpfen, sondern müssen politische und ökonomische Forderungen verbinden und zum Beispiel den Kreißsaalerhalt und die TVD-Streiks letztes Jahr. Die Abmahnung auf so eine Arbeit im Betrieb ist Union-Busting und das lasse ich mir nicht gefallen. Ich glaube, meine Geschäftsführung dachte, mit der Abmahnung werde ich leise, aber das war falsch. Weil ihr seid alle hier. Wer ist das? Das ist Verdi, das ist meine Organisation Klasse gegen Klasse, wo ich organisiert bin. Viele Leute aus dem Soli-Komitee, Unterstützer in den verschiedenen Parteien, meine Kolleginnen, meine Freundinnen. Und auch mental ganz viele Kolleginnen, die letztes Jahr in der TVÖD-Runde eine Unterschriftenliste mit der Forderung der Rücknahme meiner Abmahnung unterschrieben haben. Viele Kolleginnen aus der Reinigung, Stadtwerken und ErzieherInnen. Und das zeigt, ich bin nicht allein. Und auch Repression und Einschüchterung trifft nicht nur mich. Denn während im Gesundheitswesen gekürzt wird, sieht man die Prioritäten der Regierung. Für was ist Geld da? Für 100 Milliarden Euro Aufrüstung. Für tausende Polizistinnen in München für die IAA und für Steuererleichterungen für Konzerne. Andere ArbeiterInnen und AktivistInnen aus der Klimabewegung haben Repression. Letzte Woche hier, zum Beispiel in München, sind 30 KlimaaktivistInnen von der letzten Generation festgenommen, ohne dass sie was gemacht haben, in Präventivhaft. Ich fordere die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Inhaftierten und eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt. Weil ich denke, die Repression dort und die Repression bei mir hängen zusammen. Der Staat, die Justiz, die Bosse haben ein gemeinsames Interesse. Der Staat schützt zum Beispiel die Profite der großen Konzerne. Allein BMW hat einen Rekordgewinn von 23,5 Milliarden gemacht und wird nun weiter subventioniert und seine Profitshow von der IAA, von der Polizei geschützt. Und gleichzeitig spart der Staat bei Gesundheit trotz massiven Fachkräftemangel. Die Zentralisierung der Krankenhäuser und die Schließung von unserem Kreißsaal ist Teil einer Sparpolitik, die nicht nur die Stadt München, sondern der Freistaat Bayern und auch die Bundesregierung mit Lauterbach an der Spitze vorantreiben will. Und all diese kapitalistische Politik, die uns sagt, dass Zentralisierung notwendig ist, wegen Personalmangel, so werden auch Kolleginnen überzeugt davon, dass diese Zentralisierung notwendig ist, da müssen wir sagen, wer oder was verantwortlich ist. Also die Sparmaßnahmen der Regierung. Und das ist auch ein feministisches Thema, denn diese Kürzungen treffen Frauen besonders stark in ihren Berufen, aber auch, weil sie die soziale Sorgearbeit auffangen müssen, die der Staat nicht mehr übernimmt. Die Schließung vom Kreißsaal ist eine Einsparung bei Frauengesundheit. Die Zahl von Geburtskliniken geht ebenso zurück wie die Zahl von Abtreibungskliniken. Diese Selbstbestimmung von Frauen oder die Selbstbestimmung von Frauen wird somit angegriffen. Und zugleich bringt diese Sparpolitik den Rechten den Vormarsch. Das ist eine Bedrohung für uns als GewerkschafterInnen, als Frauen, weil sie unsere erkämpften Rechte angreifen und dagegen müssen wir kämpfen.
Und genau deswegen will ich als Gewerkschafterin und als Hebamme auch was zum Wahlkampf sagen. Weil die Landtagswahl unsere Situation im Kreißsaal beeinflusst. Weil die CSU und die Freien Wähler in Bayern die Sparpolitik vorantreiben wollen. Ebenso wie die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP. Im Bund die Sparpolitik in allen Bereichen, Gesundheit, Soziales, Bildung, alles außer Aufrüstung vorantreiben will. Das stärkt nur die Rechten. Selbst rechtsextreme Äußerungen werden normalisiert, wie sich bei Aiwanger zeigt. Aber auch die Linke hat an Regierungen in Berlin oder in Bremen Einsparungen mitgetragen. Anstatt auf diese Parteien zu vertrauen, will ich hier heute vor allem eins klar machen. Wir müssen uns organisieren und wir müssen kämpfen. Weil dieser Kampf geht somit über mich hinaus. Ich will zeigen, dass wir nicht zu schweigen brauchen. Und als Sozialistin will ich für eine andere Welt kämpfen. Und wenn die SPD und die Linke, die Grünen, es wirklich ernst meinen mit der Unterstützung des Kreißsaals, dann müsst ihr auch darüber hinaus kämpfen. Für ein bedürfnisorientiertes Gesundheitssystem, wo wir im Krankenhaus nicht mehr ausgebeutet werden und wo wir nicht nur einen Mangel verwalten, weil dieser Mangel künstlich ist. Es braucht massiv mehr Personal, massiv mehr Lohn, massiv mehr Entlastung, also weniger Stunden bei vollem Lohnausgleich und ein voll ausfinanziertes Gesundheitssystem. Aber auch massive Steuer an Konzernen, um das Gesundheitssystem zu finanzieren. Denn das Geld muss von den KapitalistInnen kommen. Und dafür müssen wir kämpfen. Wir, die da sind, wir als Verdi, alle Gewerkschaften. So könnten wir Krankenhäuser haben, die nicht nur auf Erkrankungen reagieren. Als Hebammen haben wir zum Beispiel einen Beruf mit großem Wissen zu Frauengesundheit und mit einem sehr präventiven Charakter. Aber auch da stopfen wir aktuell nur Lücken. In allen möglichen Stationen und Bereichen haben Kolleginnen wertvolle Erfahrungen und Kenntnisse, die durch die enorme Arbeitsbelastung aber verbrannt werden. In diesem Sinne kann ein wirklich bedürfnisorientiertes Gesundheitssystem nur von uns als Beschäftigte, die offensichtlich den echtesten Einblick in diese Prozesse haben, darüber entscheiden. Das heißt, unser Ziel kann nicht nur eine Verstaatlichung sein, wie die Linkspartei zum Beispiel sagt, sondern eine Verstaatlichung unter ArbeiterInnenkontrolle. Und dafür müssen wir uns organisieren, an der Basis der Gewerkschaft, in den Betrieben, Betriebsgruppen aufbauen, wie wir es gerade in Neuperlach beginnen, und auf der Straße. In diesem Sinne ist es dringend, Versammlungen zu machen, wie wir sie im TVED hatten, aber so, dass sie der von mir beschriebenen Lage gerecht werden. Freie Diskussion über alle Probleme der Gegenwart, Gesundheit, Bildung, Vormarsch der Rechten und Klimawandel. Nicht nur in den Krankenhäusern, sondern in allen Betrieben, denn gute öffentliche Versorgung betrifft uns alle als ArbeiterInnen. Ich denke, ein besseres Gesundheitssystem kann man nicht vom Landtag aus, sondern vom Betrieb aus und den BewohnerInnen der Viertel und Gemeinden und den PatientInnen aus erkämpfen. Deswegen brauchen wir Versammlungen, wo wir nicht nur debattieren, sondern demokratisch selbst entscheiden, wie wir kämpfen, mit wem wir kämpfen, wofür wir kämpfen, anstatt nur dem Kalender von der bundesweiten Gewerkschaftsführung und ihren Entscheidungen zu folgen. Wo wir diskutieren, dass wir Kämpfe zusammenführen, anstatt TVD und TVL zu trennen, den öffentlichen Dienst von der Autoindustrie zu trennen und den Klimakampf vom Gesundheitskampf zu trennen. Im Herbst stehen bundesweite Streiks in TVL an. Lasst uns dafür sorgen, dass sie zu bundesweiten Mobilisierungen gegen die Sparpolitik der Regierung werden. Über diese Perspektiven möchte ich auch in nächster Zeit innerhalb von Verdi mit Kolleginnen, aber auch im Soli-Komitee sprechen. Ich will alle dazu aufrufen, in die Gewerkschaft zu gehen, alle, die wirklich kämpfen wollen und die dagegen sind, dass die Kämpfe getrennt werden. Ich will nicht nur gegen Zentralisierung im Gesundheitswesen kämpfen, sondern für eine ganz andere Gesellschaft.